Jo, moin Leute, ich bin's, euer Mafia von Game of Germany und ich spiele heute mit Kaktus FIFA 11 Virtual Pro. Und zwar, wir spielen heute Pro Club, also unser Verein FC Firson. Ich bin der Rote und zwar, wir spielen halt in einem Team. Der Computer, also wir haben ausgehört, dass der Computer für uns spielt. Wir können die Bälle vom Computer fordern, wie ich jetzt hier. Fakt ist der blaue unten, also mit dem blauen Dreieck über dem Kopf. So, und die restlichen Spieler sind alle erfunden, also der Computer spielt. Und die haben halt zwei Spieler, das wird der blaue mit den blauen Haaren da vorne sein. Und wahrscheinlich noch ein anderer, die halt, ja, die halt selber erstellt sind. Die Virtual Pros kann man selber trainieren. Also man muss halt Leistungen erfüllen, um halt besser zu werden. Pass, pass, pass. Jetzt hier ab. Ah! Boah, das ist echt Pech. Komm, das passiert mir die ganze Zeit schon. Boah, ich hasse das. Ich mache gerade nur ein Hardy Ready. Ja, guck mal, das ist echt zweimal Pfosten, aber jetzt. Auf jeden Fall, warte, warte. Lass mich fordern. Ah, super. Wie behindert die spielen? Oh, er fordert doch nicht den Schuss. Ich habe nicht Schuss gefordert. Nochmal Ecke. Die Torwerte sind leider sehr klein immer. Das heißt, es wird sehr schwierig. Du musst dich weiter nach hinten stellen, sonst macht der, Ja, da bin ich aber nicht schuld. Boah, nee. Ah! Ja, was gibt's noch? Also, man fängt halt mit dem Virtual Pro auf Stärke 70 an. Die restlichen Spieler hier sind auch ungefähr Stärke 70. Also die erfundenen Spieler. Und unsere sind jetzt schon auf 5, also meiner ist auf 85. Das höchste, was man erreichen kann, ist 90 auf der jeweiligen Position. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel die Defensive trainiere, man kann halt immer auch auswählen, ob man halt Stürmer, Mittelfeld oder Verteidiger ist. Man kann mit so bis zu 5 Leuten gleichzeitig im Pro Club spielen. So, hier seht ihr ja unten diese Leiste. Also, wenn ich was Gutes mache, dann kriege ich Plus, dann wird die grüne Leiste voller und bei negativen Sachen halt die rote Leiste. Das hängt, also wir kriegen ja natürlich auch Punkte, unser Verein, ja, Rangliste. Und davon ist das halt abhängig, wie gut unsere Leiste ist. Also je mehr Punkte gibt es, nennt man Leistungspunkte. Und ja, komm, lauf, lauf, lauf. Schade. Er seht da minus passen, weil der Ball halt nicht Hättest du ein angekommen ist. bisschen größer gemacht, also hättest du ein bisschen länger gemacht. Ja. Also schwierig, der CPU spielt ziemlich schlecht, also das ist, ich würde sagen, Halbprofi, vielleicht Amateur. Kann ich so nicht sagen, auf jeden Fall. Oh, der war ein mieser Pass. Also schwer sich zu konzentrieren, wenn man spricht. Ja, die Virtual Pros, die kann man also wirklich überall spielen. Man kann im Manager-Modus, kann man die zu seinem Verein hinzufügen, umsonst. Also nicht, dass man jetzt Geld bezahlen muss im Manager-Modus. Also jetzt nicht so dieses Vereinsgeld da. Sondern man kann die einfach so hinzufügen. Kann man vorher anklicken. Den machst du jetzt hoffentlich rein. Lauf vorbei am Boah, Torwart! Das gibt's echt nicht! Zweimal was. Das da auch so. Letztes passiert mir das ständig. Also nicht wundern. Ja, und da verlieren sie den Ball. Warte. Ja, mach du das, ey. Das ist und Achtung, Ibrahimovic. Peinlich, ey. Oh, das ist das Tor. So ja, geht super. Das. Ja, ich habe einen rechten starken Fuß, wenn ich. Ja, aber mir uns das aber gleich. Also wir haben beide schon Fähigkeit. Unsere beiden Spieler sind schon sehr hoch, denn er ist auf 84, man auf 85. Ja, aber ich kam von rechts und ich das Ja, bringt das ja. Ne, angewidert. deiner hat so. Ja, das stimmt. Vom Ball getrennt. Ah. Ja, er hat ihn gestört. Ja, von hier Abseits. Mal aber abseits, so. Ja. Kannst du es ein bisschen besser beurteilen als Ja, es gibt halt viele verschiedene Leistungen, also einige sind ziemlich schwierig. Man muss halt viel spielen, also es gibt viele Dauerleistungen, zum Beispiel absolviere so und so viele Spiele, dafür gibt es dann wieder ein Plus. Und da gibt es zum Beispiel Antritt Plus oder Ausdauer Plus. Ja, zumindest schafft er es, den Gegner zu stören.
Und so unterbindet man das Angriffsspiel des Gegners. Agirmont. Zieh ab, zieh ab. Kannst du einen Stürmer nicht schaffen. Boah, also ich hasse auch. Ja, man kann seinem Spieler halt auch einen Kommentarnamen zuweisen. In der gegnerischen Hälfte. Agirmont. Pass, pass. Gut gemacht. Und jetzt? Und der Ball ist im Tor. Nächstes Tor, yeah. Ibra, also ich hab, weil das Spielerkürzel ist Ibra, ich habe ihn Ibrahimovic genannt. Ach, der Kommentarname ist halt Ibrahimovic. Finde ich immer so schön, wenn es eintönig ist. Man kann natürlich auch alle spielen, das heißt dann, dass man seinen Spieler halt bedient und die anderen. Also der eine Spieler wird halt so normal bedient, wie als ob man online spielt und ja. Aber man muss, wenn man Pro Club im Fall steht, also kann man ja, wie schon gesagt, bis zu 5 Leute sein, man muss aber mindestens 2 sein. Ja, sonst kann man keinen Verein aufmachen. Also klar, aufmachen schon, aber man kann keine Spiele machen. Man kann keinen Verein aufmachen, aber dann kann er nicht spielen. So, ich stehe jetzt hier gerade in der Mauer. Hoffentlich springt die hoch genug, die Mauer. Spring. Oh, viel hat er nicht gefehlt bei dem Freistoß gerade. Ja, ja, super. Gut gemacht, aber trotzdem, so. Da fehlten ja nur Zentimeter. Weil er ist 1,89 groß, mein Spieler, und wiegt 72 Kilo. Bisschen untermagert, aber egal, das macht hier nicht viel aus. Und aufgepasst, was macht der Schiedsrichter? Boah, es gibt da noch eine gelbe hier, der Computerspieler. Tut's da nicht, da gibt's eine Fernwarnung. Ach ja, genau, der Torwart kann nie eine rote Karte bekommen, also der kann so viele Spieler... Deckt, ah, du stehst auch an der Mauer, scheiße. Hoffentlich schieben wir es nicht in der Mauer, deckt den kurzen! Ah ne, der macht das. Boah, Bombenschuss. Okay, das ist kein Problem für den Torhüter. Schade. Boah, so knapp. Ja, man kriegt für alle verschiedene Sachen. Also, wie ihr seht, wir spielen hier gerade ziemlich gut. Läuft doch manchmal ganz anders. Sich da drückt ein Auge zu, ah, ah, schade. Oh, das ist echt scheiße. Ja, es gibt halt, man kann auch Profi-Ranglisten-Spiel spielen, spielt man auch mit seinem Spieler, aber wird ganz anderen Spielern zugewiesen, also andere, die dann auch nur, also man spielt halt mit Fremden, ohne einem Verein. Auch ziemlich lustig. Also ist schon gut durchdacht. Ja, macht Spaß. Ja, wir spielen natürlich für PC. Also nicht natürlich, aber... Doch. Ja, ich war dabei, nur er hat zuerst den Weg nach oben gemacht. Ich hab falsch schon die Tasten gedrückt. Boah. Ja, stehen bleibt, ja, da sieht man die Intelligenz von den KI-Spielern. Also... Vor allem die Fähigkeitsstufe von denen. Agirmont. Ah, hättest du lieber den Freistoß rausgeholt, also wenn du einfach geschossen hättest. Da seht ihr, ich habe gefordert. Und weil er nicht zu mir gepasst hat, gab das Minus passen, weil ich mein Fordern nicht erfolgreich war. Das ist unabhängig, ob der Ball dann bei mir ankommt, aber sobald er die Richtung einschlägt, schönes gibt es schon Plus passen manchmal. Plus passen kann natürlich auch voll sein, also ich kann jetzt nicht die ganze Zeit hin und her passen, habe ich eine grüne Leiste voll, sondern wenn ich 3-4 mal ordentlich gepasst habe, dann kann ich da keinen Plus mehr für kriegen. Ja, Mensch, was ist denn mit deren Abwehr los? Weiß ich auch nicht, also alles völlig durcheinander, vogelwild aus dem Rhythmus. Ich bin halt Kapitän in unserem Team, weil ich als erster in der Lobby war. Daher bin ich dafür verantwortlich, dass ich den Spieler raus. Und ich kann auch den Spieler fixieren. Das seht ihr hier, dann sehe ich nur meinen Spieler, aber das mag ich nicht. Ich guck dann lieber unten aufs Radar und sehe das aktuelle Geschehen hinten. Frage ist, gibt's auch noch eine Verwarnung? Aber ich glaube, hier Kaktus. Der spielt Nein, fixiert nein, der schießen. Oh, okay. Ja, ich weiß. Und ich wollte meinen Spieler in der Mitte haben, weil der am höchsten springt von allen. Aber ich glaube, die KI-Spieler sind ein bisschen zu klein. Ich habe nicht gefordert, aber Freischuss rausgeholt, immerhin. Ja, ist schon in Ordnung. Ja, nicht fordern jetzt, nicht fordern, weil die spielen hier ziemlich behindert. Ich habe nicht gefordert. Boah. Ist so, wenn du nicht forderst, spielen die gut. Ja, ich habe nicht gefordert. Mein lieber Mann, war das ein Trick. Hier. Gut gemacht.
Oder die Flanke, ja, schön. Hat deiner schon super Kopfball. Also auch so, man kann halt so viele verschiedene Fähigkeiten auch durch Erfolge bekommen. Zum Beispiel der eine super Kopfball. Der Spieler wird sehr stark im Kopfballspiel. Oh, da war der Anschlusstreffer. Ja, ja. 2:1.